Eigentlich müssten wir gleich bei dem Quest sein. In der Stadt suchte Juno nach Titus. Natürlich sollte sie ihn nicht finden. Dieses Vergnügen sollte dem Kammerjäger zuteil werden. Mhm. Warum? Warum immer ich? Ah, schönes Feuerwerk. Der Kammerjäger hörte einen Hilferuf. Natürlich steckte er in der Klemme. Die Teufelsreiter machen keine Gefangenen. Es sei denn, sie haben Pläne mit ihnen. Wer weiß, was dem armen Bastard blühte. Mhm. Tja. Ich wollte gerade fragen, wo ist der denn? Oh, schön wieder von beiden Seiten. Ich hasse es. Ich hasse es einfach. Komm. Und ich habe keine Munition mehr. Das ist schlecht. Oh, komm. Fuck. Unfassbar. Komm. Oh, wie schwer kann es sein? Ja. Nee, das wird nix. Ach, scheiße. Das wird so nix. Ich muss mal gerade eine Sache gucken. Nach Analyse von tausenden Stunden an Kampfdaten hat der Hyperion Helpdesk deine Schwachstellen identifiziert und an deine Feinde verkauft. Viel Glück! So. Das hat sich nämlich auch geändert. So, wollen wir mal nachladen, da lang. Thank you.
Ich glaube, Elektrizität ist gar nicht so... Aua, schlecht. Komm weg. Ui! Zu viel. Das ist ganz super, wenn so ein Pop-up kommt. Vom Loot. Wenn so ein Pop-up vom Loot kommt, während du eigentlich am Zielen bist. Mega. Gut, dich zu sehen. Hat dich der Sheriff zu meiner Rettung geschickt? Vielleicht. Ich bin nicht gern der Überbringer schlechter Nachrichten. Aber der Sheriff ist tot. Tot? Ja. Das kann nicht sein. Kein Wunder, dass diese Teufelsreiterschlangen so verdammt fröhlich sind. Aber warte, wenn der Sheriff tot ist, wer hat dich dann geschickt? Wem hat er das Steuer überlassen? Juno. Was? Was zum Untergang hat er sich dabei gedacht? Juno? Nichts. Das ergibt keinen Sinn. Sie gehörte mal zu den verdammten Teufelsreitern. Das wusstest du, oder? Der Sheriff hat sie aufgenommen. Nein. Sagte, sie würde für ihre Verbrechen büßen. Aber ich habe ihr nie getraut. Das tue ich immer noch nicht. Schätze, daran lässt sich im Moment nichts ändern. Los! Aktuell catcht mich nichts. Ich habe das einem Teufelsreiter geglaubt, Basti, ich kenne das Gefühl. Das hat die Kompanie gemacht. Und ich dachte, es könnte nützlich sein. Nimm es. Ja, ich kenne das Gefühl. Siehst du den Kristall da drüben? Er enthält Klunker. Wir nennen das Klunker-Plodierer. Klopf mal drauf. Schnell jetzt. Schaff mich hier raus, bevor diese Teufelsreiter zurückkommen und uns windelweich prügeln. Ah, warte. Ja, ich erinnere mich. Mir klar, wieso der Kompaniewagen in der Stadt verboten hat. Aber die Zeiten haben sich geändert, schätze ich. Also ja, Basti, ich kenne das. Das Problem hatte ich ja zum Beispiel am Sonntag. Er sagte, sie würden ihn ganz oben im Badehaus aufbewahren. Ich zeig dir den Weg. Folg mir. Dann gibt es so Sachen oder so Zeiten, ey, da hast du gar nicht genug Zeit, um alles zu spielen, was du spielen möchtest. Und dann gibt es wieder so Zeiten, wo du dir so denkst, boah... Muss das jetzt sein? Also irgendwie so. Die Feier zu beenden. Komm schon, zeig mir diesen Teufelsreiter Eiterpimmeln, dass sie verwundbar sind. Und ich bin gerade irgendwie in so einer Zwischenphase. Auf der einen Seite habe ich richtig Bock, auf der anderen Seite denke ich mir aber gleichzeitig auch so. Oh, ja, aber ich könnte auch was anderes machen. Also nicht, dass man den Sachen irgendwie überdrüssig ist oder so, aber vielleicht liegt das auch daran, weil aktuell bis auf Far Cry 6 irgendwie so nichts ist, wo ich mich übelst drauf freue, wo ich so denke, ey cool, bald kommt das und das. Es fühlt sich irgendwie so... an. Wie komme ich da jetzt hoch?
Warte. Na komm, geh auf! Wenn dir etwas keine Freude mehr macht, bring ich es weg und versteck es irgendwo. Vielleicht hat ja eine andere Freude daran. Also wenn du den Müll haben willst, nur zu. Nichts Legendäres! Manu. Genau, huste mal ein bisschen. Mein Weg ist hier zu Ende. Mal gemacht, oder? War die verbuggt? Aua, aua! Wow. Wo ist dein Schinken an? Oh Gott. Hat der Hausmeister den restlichen Schwarzwälder Schinken aufgeschnitten. Jetzt ist er traurig. Oh mein Gott, Katja. Hat sich gerade so ein bisschen angehört, wie wenn ich hier wieder auf Dauer schießen bin, ne? Ich hab keine Munition mehr. Kami-Koffein. So, der Technik Heine ist jetzt weg. Was er hat noch. Stefan denn Problem gesagt? Besteht noch. Morgen also auch Büro. Ach Mensch. Hat der Techniker denn sagen können, was los ist und wie man das beheben kann? Oder was jetzt so die nächsten Schritte sind? Das Problem ist noch da und der Techniker lebt noch. Was los mit dir? Ich glaube, sie resigniert einfach. Ich glaube, ich habe meinen Standpunkt dargelegt.
Sache mit den Technikern, ne? Kami-Copy. Das war ein total cooler Dude, der hat gemacht, was er konnte und hat aber ehrlich erklärt, dass das Problem nicht heute behoben wird. Das Problem ist immer noch der Upstream, da rasselt irgendwas total rein. Die Techniker flitzen seit Tagen hier durch die Häuser und sind selbst leicht gestresst. Ja, das kann ich mir vorstellen, weil genügend Leute ihnen das Leben zur Hölle machen aktuell, ne? Das war dumm. Kann ich mir nämlich gut vorstellen, dass da einige dabei sind, die den Technikern, die ja wirklich nichts dafür können, die wollen ja am Ende eigentlich nur helfen. Aber dann eben das Leben mehr oder weniger zur Hölle machen. Ich habe jetzt jedenfalls in der ganzen Butze neue Dosen. Er hat die kompletten Dosen durchgemessen und war froh, dass ich ihm nicht den Kopf von den Schultern gerissen habe. Ja, wenigstens etwas. Kami-Koffein. Lustigerweise habe ich nur seinen Namen, Adresse, Telefonnummer und Firmenadresse XD. War das so geplant, Hami? Hm? So, lass mal eben gucken. Das ist... Das brauche ich ja eigentlich alles gar nicht. Ich bin noch gar nicht auf dem Spec. Mhm. Emir-Warschuhe. Ich glaube, ich hätte dann den Joke gemacht. Ich reise den Kopf nicht, ich trenne sauber mit der Axt. Wäre wieder ein Blick für die Galerie. Ich dachte, XD. Sowas gibt's nur in Geschichten. Koffein. Die Flasche muss aus ich dem habe Versteck mir sein. Die nicht ergaunert. Da war ein Zettel drin. Die Firma ist hier in der Nähe. Ah, okay. Mann, Leute! Ihr müsst die Flaschen auch zumachen. Der Zettel ist klitschnass und nicht zu entziffern. Oh, keine Sorge, ich weiß, was da stand. War von Nettle, einem Seifensieder. Angeblich wurde er entführt und wird jetzt im Teufelsreiterbad festgehalten. Er bietet eine Belohnung für denjenigen, der ihn befreit. Leute retten ist mein Hobby! Die Geschenke von den Geretteten sind das Beste. Danke, Mann! Ich helfe gerne, dieses eine Mal. Was ist mit dem Geschichtenerzähler? Er hat im Schlafzimmer die Äxte gesehen und kurz etwas erschreckt geschaut. Und nur so super geil gefragt, stehen die da schon für mich. Ich meinte dann nur, für dich ist die große im Flur, lächelnder Smiley. Okay, aber wenn du jemanden am Ende hast, der Humor hat und dem Ganzen irgendwie trotzdem noch so ein bisschen was Lustiges abgewinnen kann, umso besser. Die Stadt einen Außenseiter für sich kämpfen lassen würde. Ich bin sicher, dass meine Bande dich platt machen kann, aber schön, überrasch mich. Ja, aber Hami, ich gehe da mal davon aus, dass du theoretisch morgen auch keinen Stream machen wirst, richtig? Im Schlafzimmer. Aha. Jeder hat einen King. Hallo, G-Man. Er war echt ein cooler Dude. Hat auch fix gemerkt, dass ich hier nicht klassisch Hausmädel bin und ich schon ein bisschen weiß, was da abgeht, lächelnder Smiley. Das ist doch gut. Ich mache das ja mal so, wenn bei uns irgendwie Techniker oder so sind, ich stelle mich ja mal extrem dumm und tu mal so, als ob nur der Hausmeister Ahnung hat. Ich bin jetzt zwar kein... niemand, der richtig viel Ahnung hat, ne? Also ein paar Sachen kriege ich ja auch noch auf die Schippe. So ein bisschen was ist ja teilweise hängen geblieben. Kami-Koffein. Und wegen morgen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich nicht.
Ich kann es grundsätzlich versuchen, aber weiß halt nicht, wie es klappt. Ja. Also ich werde, egal was ist, morgen auf jeden Fall mal einen Tag Stream frei machen. Ich habe einfach irgendwie so ein bisschen festgestellt, die Woche, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich finde die Woche ultra anstrengend. Das liegt jetzt nicht am Stream, sondern eher so an dem, was so drumherum passiert. Warschur. Der letzte Techniker, den ich hier hatte, war etwas enttäuscht, dass ich das Werkzeug da hatte, was ihm an dem Tag kaputt gegangen sei. Oh. Weil er dann doch leider weitermachen musste. Sehr doof. Hami unterstrich Koffein. Aktuell läuft's rund, aber ich weiß halt nicht, wie es sich hält. Ich gucke einfach morgen mal. Ja, ich glaube, das ist eine gute... Da, eine gute Entscheidung. Einfach mal gucken. Kennt ihr das bei so Shootern, dass ihr das Gefühl habt, wenn ihr doller auf die Maus oder auf das Gamepad drückt, dass ihr dann besser schießen könnt? Ja, wir spielen hier auf einem Schwierigkeitsgrad, der ein bisschen eklig ist, ne? Ah, Gott. Also dieser, weil ich halt den Chaos-Modus angemacht habe, ne? Deswegen fressen die Gegner hier einfach unfassbar viel. Ja, moin, ich komme hier gar nicht weg. Und Grim Reaper, hallo. Herzlich willkommen. Sorry, ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Tut mir leid. Aber herzlich willkommen. Ich hoffe, dir geht's gut. Hoffentlich hat niemand meine Sachen angefasst. Ich hoffe, dir geht's gut. Genauso wie allen anderen. So. Meine Fresse. Au, das nimmt gar kein Ende. Ich kann noch eine Wächtermarke ausgeben. Wie siehst du nur wieder aus? Meine Güte. Hami unterstrich Koffein.
Abgesehen von unfassbaren Kopfschmerzen, weil mich das Meme-Internet echt ankotzt und einer unserer Mitarbeiter in der Firma einfach unfassbar laut redet, den GEMZEM beschissenen Tag. Geht's aufwärts. Vermischtes Kaffeepäckchen ging heute direkt mit DHL 3 Öl raus, kommt also morgen. Die Würze kommen morgen und mein Reis kommt morgen. Ja, guck. Das hört sich doch alles sehr, sehr gut an. Warum wird er die ganze Zeit geheilt, der Drecksack? So. Du kriegst keine Deckung. Und wenn, dann hilft sie dir nicht. So. Blödes Herz. Geh weg. Nein, 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 geh weg. Kami-Koffein. Morgen bin ich dann zwar nochmal in der Firma, aber Lucy auch, daher ist das okay. Und ja, dem anderen stopf ich schon irgendwie die Fresse. Sorry für die vulgäre Ausdrucksweise, aber der ist echt anstrengend, lächelnder Smiley. Alles gut, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich kenne das, wenn man in einem Büro sitzt, wo einfach Leute da sind, ey, die ultra laut sind. Und auch null Rücksicht nehmen. Das sind mir ja eh die Liebsten. Die dann null Rücksicht darauf nehmen. Und wenn du dann sogar zwei oder drei hast, die echt ein lautes Organ haben und keine Rücksicht auf die anderen drumherum nehmen. Und du bist dann selber vielleicht gerade am Telefonieren und die sind da einfach übelst am Rumpöbeln. Also Katzi und mir ist da schon häufiger mal der gewisse eine oder andere Spruch rausgekommen. Genau da geht's rein. Allerdings werden dir die Teufelsreiter nicht einfach so die Tür öffnen. Seh dich um, ich halte Wache. Du lebst noch. Weißt du, ich habe dran gedacht, dich bei den Teufelsreitern aufzunehmen. Aber wer mit uns reiten will, muss den Kodex befolgen. In unseren Reihen ist kein... Der Kammerjäger wollte die Feier aufmischen. Weißt du, einfach mal Rose unterbrochen. Ich will nur einmal ganz kurz... Hier muss doch irgendwas sein. Ah. Was ist das doch? Ah. Wieder nichts Goldenes. Ich will was Goldenes. Wir haben heute noch nichts Goldenes bekommen. Das ist ein bisschen traurig. Als hättest du alles unter Kontrolle. Immer. Also werde ich in die Stadt zurückkehren. Ich muss mit Juno reden. Finde den Stein. Wir zählen auf dich. Ja. Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich eigentlich ein sehr netter Mensch bin. Zu Zeiten der Kompanie war das Badehaus ein Leuchtsignal der Gastfreundschaft. Aber jetzt. Und selbst wenn ich die zusammenstutze, es gibt so Personen, ein paar Teufelsreiter in Blut zu baden. Da hält das dann. Munition? Ohne es war einfach nur ein Weichei. Wenn's gut kommt, ein Tag. War mir eine Freude. Und das Schlimme ist ja dann auch daran, die kapieren ja auch nicht, was jetzt gerade dein Problem ist. Ist ein
eine Bestie von einem Kerl namens Haddon Marr. Habe ich Delay? Ist Katja aus Text zu lang? So zäh ist, wie er glaubt. Hat sie doch vorgelesen. Nee, also ich kenn's nicht. Das hat aber nichts zu sagen, Bashur. Die hat eine Nachricht gefressen. Die hat sie gelesen. Die hat sie beide gelesen. Haben hier, die sind beide vorgelesen worden. Also ich habe beide gehört. Welche? Die mit den Kopfschmerzen? Die mit den Kopfschmerzen ist aber auch vorgelesen worden. Vielleicht Spam? Nee. Eigentlich nicht. Hami ist Mod. Da geht mein Bot nicht dran. Da geht mein Bot nicht dran. Aber die mit den Kopfschmerzen ist auch vorgelesen worden. Ich schreibe einfach nochmal. Okay. Aha, wir können baden gehen.